stark, Hans. Hans. Freunde, herzlich willkommen hier auf Flipfloor, eurem absoluten, einmaligen, unvergleichlichen Lieblingskanal, wenn es um 360 Gramm Entertainment pro Seite geht. Und heute beschäftigen wir uns auch wieder mit zwei Seiten, nämlich Pro und Contra. Heute geht es um Bürgerwehren, ja? Wenn besorgte Bürger die Polizei ersetzen. Ist ja in Amerika ein großes Ding. Ja, ja. Ist da auch so richtig schlimm, halblegal, schwer bewaffnet. Wie soll sowas in Deutschland aussehen? Rennen die dann, reiten die mit ihrer Luftbüchse durch die Gegend und oder mit dem Schläger einfach. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Wir kriegen es raus, der Norddeutsche Rundfunk präsentiert Bürgerwehr, wenn besorgte Bürger die Polizei ersetzen. 7 Tage. Let's go. Jetzt meine liebsten Formate. Sagen, rein in den sich bürgerwehrenden Aal. Ach, dieses Intro ist mittlerweile auch ein Klassiker einfach, ey. Ja, ja, ja. Wirklich. Aber Bürgerwehr ist auch schon durchweg negativ konnotiert irgendwie, oder? Ja, schon. Also ich habe da auch keine guten Assoziationen mit. Hat so ein bisschen Selbstjustiz-Vibes. Ja, schon. Ja. Aber hatten wir in Deutschland ja auch schon mal, ne? Erinnert ihr euch noch, also in gewisser Weise, nur ein bisschen krasser, erinnert ihr euch noch an die Scharia-Polizei? Ja, naja, das ist ja nochmal anders. Das hittet ja nochmal anders krass, weil es so bescheuert ist. Ja, aber im Grunde auch sowas wie eine Bürgerwehr. Self-Justice League. Sehr gut, sehr gut. Lol, was? Okay, ist das eine Bürgerwehrtruppe? Im Moment behaupte ich, es ist ein Chor. Digga, wenn das die Bürgerwehrtruppe ist. Das ist ein Rentner-Männer-Chor. Dann habe ich, glaube ich, sogar schon das Problem durchschaut, dass, warum es Bürgerwehren gibt. Nur dieses Bild reicht aus. Digga, die sind so alt, die vermissen einfach das Marschieren. Ja. Hat mir gefallen. Das ist der Männerchor von Lawitz, einem Dorf in Brandenburg, kurz vor der polnischen Grenze. Es gibt ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber unter Chor stelle ich mir immer ein bisschen was anderes vor, oder? Das ist halt wirklich eher so wie auf einer Familienfeier singen ein paar Leute. Habe ich das Gefühl. Ja, aber die machen das halt in ihrer Freizeit zum Spaß. Ja, das ist cool. Die hier, wo ich wohne, fahren super viele Autos rum, die so einen Sticker auf dem Auto haben, Heckscheibe oder hinten neben dem Nummernschild, wo immer drauf steht, Chor singen macht Spaß. Die gehören alle zu einer und derselben Sekte, Alter. Mhm. Ja, auch noch die Freiwillige Feuerwehr und etwas mehr als 600 Einwohner. Nebenan sitzen die, die das alles beschützen wollen. Jede Nacht geht eine Gruppe von Lawitzern auf Streife. Denn es wurde viel geklaut in den letzten Jahren. Im Dorf selbst gibt es keine Polizei. Krieg ich harte Stammtisch-Vibes, Alter. Die nächste ist 3 Kilometer entfernt. Da rechts sitzt der Philipp. Bei dem wohne ich. Der Philipp, der hat aber auch schon das ein oder andere Glas mehr Intus gerade. Oh, da muss man Philipp sich auch ein bisschen gut antrinken. Der Philipp, ey. Der hat auch 0,4er anstatt 0,3 wie die anderen alle. Naja, das ist ja auch der Silberrücken, das ist der Chef da. Naja, bei der Bürgerwehr ist er oberster Drache. Wenn es keine Polizei gibt, ist natürlich schon wieder ein besonderer Punkt, ich finde. Wie, gar keine? Die müssen doch irgendeine zuständige Polizei haben. Hast du ja gerade gesagt, in dem Dorf gibt es keine Polizei. Keine eigene. Dorf. Ich wohne in was sich Kleinstadt schimpft und wir haben auch kein eigenes Revier. Ihr habt kein Revier? Nein, wir haben keine Polizei. Die nächste Polizei ist in einer völlig anderen Stadt. 3 Kilometer weit weg ist die nächste Polizei. Die nächste Polizei ist in Fürstenwalde und das ist 18 oder so, 18, 20 Kilometer. Oh, da ja, sind nur Clown bei euch, Alter. Hier sind nur 3, ne? Hier sind es 3 Kilometer. Ja. Oh ja. Sogar die Bürgermeisterin macht mit. Ich habe meine eigene Polizei vor der Tür. Und das bin ich, Frieda. Ich werde mit den Lawitzern eine Woche lang. Das ist Quatsch, du hast das Amtsgericht vor der Tür. Ja, und das ist immer bewaffnete Polizei. Direkt vor der Tür. Stimmt auch wieder. Ihr Dorf bewachen. Die machen Kontrollfahrten.
Oh Gott, eine ganze Alter. Das ist der Counter, der ehemalige Counter-Strike-Clan von Control. Ja, Mann. Ich schwör's. Gerüchte. Angeblich spionieren Schrotthändler die Garagen aus. Und ein Maulwurf aus dem Dorf gibt ihnen Tipps. Geil! Oh, come on, Alter, das ist doch RP. Das ist ein RP-Server, das Dorf. Glaube ich auch. Ausspionieren, diese Flugblätter hier. Das sind Insider-Tipps, ohne dem. Davon geht doch nicht. Das ist. Nice, stell dir mal vor, da bist du das junge Ehepaar mit zwei Kindern, was da neu hingezogen ist. Ja. Du bist nonstop unter Dauerverdacht. Digga, die haben gerade legit diesen Flyer, wo jemand kaufen durchgestrichen hat und klauen raufgeschrieben hat, weil er wahrscheinlich ein rassistischer Hurensohn ist. Nein, das waren die selber einfach. Das war jetzt zum Verdeutlichen fürs Bild, natürlich. Sicher, weil sie hat es ja schon so dargestellt als anonymen Tipp. Ja, nee, diese Flyer werden von den spionierenden Banden verteilt. Darum geht's ihr. Das klingt schon ein bisschen abenteuerlich, oder? Dass jetzt jemand aus dem Dorf hier. Dass jetzt jemand aus dem Dorf hier so Infos gibt an einen Einbrecher oder selber einen. Sie ist es. Die Alibis, die Zettel. Das geht gar nicht anders. Ja, und man sieht das ja auch oft, wenn sie die Zettel ein. Manchmal denke ich mir, den stecken sie daneben, die finden den Schlitz gar nicht, weil sie nur so gucken. Und wenn sie es nur fotografiert haben, wenn sie die Weste rangezoomt. Da ist eine Information, denn nichts anderes, kannst du mir glauben. Ja, was passiert, wenn Menschen meinen, der Staat schützt sie nicht? Oh lol, und was, Alter. Wenn sie diese Aufgabe dann selbst in die Hand nehmen. Oh Gott. Oh. Immer wenn ich mich frage, wie war das wohl früher, vor vielen hundert Jahren, als man sich in solchen Gemeinschaften, Gemeinden noch größtenteils selbst organisiert hat und es nicht sowas wie den Staat mit einer einheitlichen Polizei und einheitlichen Regeln gab. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, da hat sich eine Weile nichts getan, Alter. Da fragst du dich auch nicht mehr, wie es zu solchen Sachen wie Hexenverbrennungen kommt. Also ganz ehrlich, Alter, ich rieche da auch so einen Hang zum Reichsbürgertum. Ja, das frage ich mich zum Beispiel auch nicht. Ich finde da viel spannender, Thema Hexenverbrennung, ja. Wie hat das aufgehört? Ich kann mir heute immer noch vorstellen, dass auf so einem Dorf das eigentlich noch stattfinden sollte. Durchaus möglich, wer weiß das schon. Sollte war das falsche Wort. Aber am Ende war es tatsächlich die Aufklärung. Ja, aber ich glaube Aufklärung und dann einfach Besatzer aus Gegenden, wo das nicht so rückschrittlicher Shit war, die einfach wussten, was ein Arzt ist. Oder in dem Fall eine Ärztin. Orlin Tanoas hat völlig recht, Hexenverbrennung geht nicht mehr wegen der Feinstaubbelastung. Das stimmt. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ja. Nun. Wer von uns? Ich weiß nicht. Meine erste Streife mit Herrn Philipp. Jetzt kommt der Zeitungsbote. Ja. Der kommt doch nicht von hier rum. Alter, sie ist die Moderatorin. Na hier, der kam hier runter vom Friedhof. Licht vorne? Da steht er doch, da vorne, oder? Am Rand? Jetzt fährt er Hauptstraße lang. Sein Polizeiteelicht. Digga, ich wünschte, ich hätte so viel Freizeit in meinem Leben. Das sind alles Frührentner und Pensionäre. Alter, stell dir vor, was du alles machen könntest. Alter. Müssen wir dem jetzt hinterherfahren? Die Zeitung kommt immer so viertel. Schauen wir nicht mehr. Viertel halb zwei kommt die Zeitung im Auto. Da kommt jetzt ein Auto Richtung Hauptstraße lang. Mit Walkie-Talkie? Neuzellerstraße. Neuzellerstraße, hier oben, glaube ich, vom Friedhof gekommen. Jetzt, wie viel Pedo hat das gesehen? Aber das ist schon der sich eben die Zehen hier reingezogen hat, ne? Ich glaube auch. Ja. Was? Die haben nur die Hälfte verstanden, haben sie, glaube ich, gesagt. Ein Auto Richtung Ortsausgang Neuzellerstraße. Neuzellerstraße. Der ist vom Friedhof umgekommen. Also das Ding haut nicht hin. Nee, was er nicht weiß, ist, sein Kollege wurde schon längst gefressen von dem Typen, der vom Friedhof kam. Ja, absolut, Alter. Eigentlich müssten wir mal zurückfahren. Ey, ganz ehrlich, Mann. Machen wir das doch. Nehmt WhatsApp, ihr Idioten. So viel cooler. Ja, ich fahr mal kurz bis zum Garten oben. Ich will mal gucken, ob der da irgendwo noch zu sehen ist. Ja,
Ach, Musik hat er auch angehabt. Die Sau! Nee. Ist das jetzt verdächtig? Ja. Weil er schnell gefahren ist. Aber bei uns hat keiner Musiker normalerweise. Ziemlich unterwegs, laute Musik. Hat aber LOS-Kennzeichen gehabt. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Das ist mein Landkreis. Ja. Ich wohne im Landkreis Oder Spree. Na, siehst du? Was geht ab? Homies. Und deine Freunde. Auch das ist kein Beweis, dass er wirklich aus LOS ist. Aber wer nicht aufhält, fährt doch nicht so schnell laut Musik an, oder? Ja, es ist wirklich kein Beweis. Ich habe auch meine B-Kennzeichen behalten beim Ummelden der Auto. Ja, aber was tut denn das da an der Stelle gerade zur Sache? Naja, das ist halt einfach so dieses. Er hat gefälschte Nummernschilder, Olli. Ja, aber dieses. Das ist eigentlich ein Klaupole. Das ist halt genau das, was ich am Anfang schon meinte. Du merkst, diese Sensationsgeilheit liegt halt aus allen Poren bei diesen Menschen heraus, weil sie hoffen, weiß ich nicht, Clint Eastwood zu sein oder so. Naja. Das ist wirklich so krass. Alter Falter. Da hat er aber auch nicht rechts vor links beachtet, ne? Drei Teams haben parallel nach dem Auto gefahren. Woher waren die Mucke? Es ist nicht mehr aufgetaucht. Es bleibt ein Ist das The Last of Us? Das kann sein, ja. Oder? Ist das The Last of Us? Ja, ja, ja. Ein Gespenst. LOL. Geheime Nachrichten. Ihr Schweine. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Meine erste Nacht bei Familie Philipp ist kurz. Ich hab so Gänsehaut bis zum Hals, Alter. Das kann's nicht bringen. Die macht hier geheime Botschaften an uns Gamer. Jetzt ist es 3.37 Uhr, ne? Also ich sage, das sind alles jetzt geheime Botschaften. Man fehlen nur noch 10 Stunden. Achtet auf die Zeichen. Nee, sie ist die eine Person. Seht ihr, sie hat ein Twitch-Shirt an. Einfach meinst so. Du? Ey, das könnte natürlich sein, dass da so ein armer junger Kerl in diesem Dorf, dem ist super langweilig und der hat gemerkt, dass diese Bürgerwehr quasi, die haben kein Internet, er kann kein GTA-RP spielen, ja. Also hat er sich gedacht, mache ich ja, das genau. Jetzt im Real Life. Der hat einfach einen RP-Server aus seinem Dorf gemacht, Alter. Ich schwöre euch das. Da kommen mir zwar nicht Schlägerbürgerwehr vor, von denen man manchmal liest, aber ein fremdes Auto Richtung Ortsausgang. Warum ist das denn schon verdächtig? Eieieiei. Ja, warum ist es jetzt verdächtig? Ist es ja nicht. Seitdem Streife gelaufen wird, gibt es kaum noch Schlagzeilen aus Lawitz. Wenn etwas passiert, da dann in Eisenhüttenstadt, 5 Kilometer von hier. Oh, ist das schlimm. Oh, wie? Könnt ihr mal meine Zeitung haben? Ganz unangenehm. Oh, Alter, die hassen sich alle. Was ist er? Macht ist er tot, hat, Alter? Kriegt die Zeitung nicht? Nee. Wir sind Betrüger und sind wieder unterwegs. Die schlagen wieder zu. Alter, er fühlt sich schon ein bisschen wie Batman, oder? Alter, nee, Mann, er ist einfach durchweg paranoid und ein Arschloch. Warum hat er denn jetzt nicht ein Stück von der Zeitung abgegeben? Das regt mich voll auf. Man kann auch nicht 2 Zeitungen kaufen, das geht nicht. Ne? Das macht die Haushaltskasse halt auch nicht mit. Nein, das ist halt keine gekaufte. Die kamen da am Wochenende. Das Amtsblatt von vor Ort oder so, was weiß ich. Noch besser. Komplett kostenlos. Oh Mann, ey, was für ein Typ, ey. 7.30 Uhr am frühen Morgen hat eine Frau beobachtet, wie eine männliche Person in der Lindenallee in den Tabakladen einbrechen will. Um 7.30 Uhr? Um 7:30 Uhr, ja. 7.30 Uhr. Das ist ja mehr als 30. Das ist ja schon mehr als 30, ja. Im Markt. So. Nicht der Einbruch, sondern die Uhrzeit ist 30. Guck mal, ja, nein. Seht ihr ihren Blick? Das ist der Blick einer glücklichen Ehefrau. Ja. 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 Eingebrochen. Da haben sie nur gestohlen. Briefmarken. Und Zigaretten. Briefmarken. Skandalös. Hm. Ja. Es ist ja dann klar, wer das war. Wieso? Naja, wer in Deutschland schreibt, kommt noch einer einen Brief ins Ausland. Was? Ja, die trinken keinen Alkohol, aber rauchen tun sie. Wer? Ja. Na, die da wohnen, nebenan. In dem Asylbewerberheim. Alles klar.
Wupp, wupp, wupp. Wir haben die Pegida-Keule rausgeholt. Was? Yes. Seine Conclusio ist, sie klauen Tabak und Briefmarken, also müssen es Ausländer gewesen sein. Ja, ja, natürlich. Weil die trinken keinen Alkohol, schicken und aber... Und zwar Muslime, Olli. Ja. Digga, da ist ja... Da ist ja, ja, ist ja Sherlock auf Wish bestellt, mal. Alter. Was denn das? Aber Alter. Sie sind auch nicht clever genug, die Rubbellose zu klauen. Alter, ist das krass, Mann. Das ist mit großem Abstand die dümmste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe. Ah, schade. Ich hatte die Vibes schon bei dem ersten, bei der Runde, wo ich dachte, sie sagen, der eine Ausländer, der bei uns wohnt, das ist der Verräter. Genau. Aber den französischen Weichkäse auf dem Tisch, ja? Günther, ich bin enttäuscht. Wie französisch ist Geramon? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Nestle oder so. Nee, wahrscheinlich. Hast du einen Briefmarken geklaut, um nach Hause zu schreiben? Ja, oh, sie tut mir so leid. Briefmarken. Ich? Oh. Es gibt schon noch Leute, die schreiben. Also ein Deutscher oder selbst einer, also das war mit Sicherheit einer, der dem Glauben, dass, weil der den Alkohol stehen lässt. Ganz, ganz klar. Wir gehen nicht an den Alkohol ran. Das ist so geil, Alter. In seinem Suffleben ist absolut unmöglich die Vorstellung, dass jemand den Alk nicht klaut. Ja, Mann. Das ist also wirklich, vielleicht hat auch einfach nur jemand krass Notfallsituation gehabt und brauchte fucking Briefmarken, hat sich gedacht, ach, Zigaretten nehme ich auch mit. Scheiß mal drauf, ihm muss einfach klar sein, dass das, was er da gerade sagt, sehr viel über ihn aussagt und wenig über die Räuber. Komplett, komplett. Lol, Alter, ey. Wow. Das hat jeder gesagt. Offensichtlich kann es ja nicht sein, aber die haben sie natürlich auch nicht gekriegt. Wenn einer der Alkohol stehen lässt, der kann nicht von hier sein. Der kann nicht von hier sein. Natürlich auch nicht. Willst du jetzt sagen, alle von hier trinken nur Alkohol? Nee, aber die nehmen mit Sicherheit mit. Wenn er schon die, steht, aber die brechen da ein und sind drin und keiner merkt's. Aber es wurde keiner erwischt, oder? Nee, es wurde keiner. Motte! Flo, die Motte ist zurück. Motte. Sie ist aus dem Bad geflohen, um dich zu holen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Seht ihr, Freunde, so ist das. So ist das. Nee, jetzt kommen sie schon zu Flo in den Keller. Motte ist zu groß. Warte, ich brauch Dinge. Töten. Womit? Flo, du brauchst die Mottenwehr. Wo ist die Bürgerwehr, wenn man sie braucht? Motte zu groß. Sekunde. Da muss ich mich kurz drum kümmern. Das geht nicht. Wo bist du? Oh Gott, er versteckt sich hinter Kabeln, Alter. Was für ein Hurensohn. Okay, ich habe ihn erstmal abgedeckt. Nice. Stark. Ich hoffe, das reicht erstmal. Stark. Ist quasi das Äquivalent zu einem Choke Sleep Hold, so, weißt du? Die denkt, jetzt ist Nacht und schläft. Das Problem ist, ich sehe ihn jetzt logischerweise auch nicht mehr. Paul, du bist gemütet übrigens. Ah, weißt du. Okay, alles klar. Okay. Gut, okay, ich gehe davon aus, dass das hinhaut. Ja, nice. Ich drück die Daumen. Schrei, wenn du Hilfe brauchst. Wir brauchen ein geheimes Handzeichen, falls die Motte dich übernimmt. Das ist keine Hilfe, dass ich mal kurz hier springe gleich. Schließ dann schnell dreimal die Hand auf und zu, ne? Schauen wir erstmal weiter. Falls die Motte sich befreit. Ich geb Morse mit deinen Augen. Was hast du jetzt aufgeworfen? Eine Sturmmaske. Eine Sturmmaske, aber da frisst sich die Motte doch durch. Die kommt gleich zu 10 zurück, Alter. Ich hoffe, da brauchst du noch eine Weile für. Die funkt auch gleich. Jetzt kommen schon die Motten zu uns. Also man weiß gar nicht, wer das war. Warte mal, wir müssen erstmal klären, ob die Motte Alkohol trinkt. Yo! Kommt schon mal nicht aus LOS, Alter. Trinkst du? Wenn du eine Motte von hier bist, dann ist die Antwort ja. Ja, ist so. Alter. Noch ein Käffchen? Danke. Danke, ich möchte kotzen. Das ist alles unangenehm, Alter. Wir schützen uns selbst. Zugegeben. Stimmt, aber der Chat hat's gerade aufgedeckt, Flo. Was? Du lebst auch in LOS und trinkst keinen Alkohol. Oh, warte. Oh nein, sie ist frei? Wo ist die Salz? Wo ist die Salzschrotflinte, wenn man sie das mal braucht? Das kann ja nicht wahr sein. Alter, bist du groß, ey. Ist das ekelhaft. Wie groß? Ich denke schon so 1 Meter Flügelspannweite. Die ist an meiner Maus. Die kommen hier nicht wieder weg. Okay, wir müssen Dinge tun. Flammenwerfer. Warte mal. Hast du Flammenwerfer? Ich hab Dinge zum Schlagen. Klar, warte, das ist meine Pizza?
Das ist eine weitere Maske. Ja, natürlich. Setz eine auf, Flo. Die Maske. Warte, Olli, ich muss deinen Flachmann dafür nehmen. Okay, ich werde damit leben. Okay, der hat eine sehr kleine Fläche. Da musst du gut treffen. Ach Gott, sie fliegt wieder. Ich war zu langsam. Kannst du sie damit nicht in der Luft slappen? Das versuche ich. Setz dich irgendwo hin, du Sau. Na, während sie fliegt, slappen. Oh, come on, Alter. Das ist super unangenehm. Die ist echt riesig. Wir brauchen so einen Bonk. Ja, das ist meine. Oh, fick dich. Die weiß, was ich vorhab. Ja. Die hat dich durchschaut. Was tust du? Warum? Die hat dich quasi in den Sack. Wo ist sie hin? Wo ist die Bürgerwehr, wenn man sie mal braucht? Okay, es kann sein, dass es noch einige Unterbrechungen gibt während dieses Streams. Wir schauen einfach mal weiter. Ich finde das sehr unterhaltsam. Ich bin Fan. Wir schützen uns selbst. Zugegeben, es hat offenbar was gebracht. 2013, bevor die Bürgerwehr gegründet wurde, gab es 29 Diebstähle. 2 Jahre später nur einen im halben Jahr. Ich bin dezent unentspannt gerade. Aber welchen Preis zahlt der Ort dafür? Was macht kollektives Misstrauen mit den Bewohnern? Was macht kollektives Misstrauen mit mir gerade, weil ich nicht allein in diesem Zimmer bin? Alter, da wird noch mit Sense gemäht. Du meinst, da wird gesenzt? 0 Uhr, Treffpunkt im alten Konsum. Von 600 Lawitzern gehen etwa 40 nachts auf Streife. Krass. Einige andere spenden. Von wie vielen? 600. 40. Sind nicht mal 10%, Digga, das ist schwach. Nicht mal? Ich finde das, ich hätte, Digga, alles mehr als 1% finde ich krass. Alter. Also, für neue Westen und Pfefferspray. Ja, ja. Ja. Wie tief die Angst vom Ausländer in manchen Menschen sitzt. So diese absurde, dämliche Angst vor sowas Unsinnigem, ne? Aber da statt sie einzugestehen, dass man selber, egal. Ja, aber da muss man auch mal drüber nachdenken. Ich fand das lustig. Ich habe tatsächlich erst letztens mit einer Freundin drüber unterhalten, dieser Begriff mit dem Ausländer und so, ne? Ja. Die reden ja auch nur von sowas wie Türken oder sonst irgendwas. Ein Skandinavier, der hier nach Deutschland würde niemals so bezeichnet werden, zum Beispiel. Ja, das ist auch absurd. Vor allem sind ja die meisten Ausländer in Anführungsstrichen ja alle hier geboren, das sind Deutsche. Ja, aber warte mal ganz kurz. Also eine Sache ist jetzt wichtig und es tut mir auch leid, da jetzt wieder den Boomern raushängen lassen zu müssen, aber du musst halt immer auch deren soziokulturelle Lebenswirklichkeit betrachten. Das heißt, sie wohnen direkt, ich meine, wenn die ein paar Kilometer weg von Blechbuden City, von Eisenhüttenstadt wohnen die wirklich direkt an der polnischen Grenze. Angenommen, die hatten eine extrem krasse Einbruchserie über lange Zeit von zum Beispiel organisierten Verbrechen aus Polen, Rumänien oder sonst irgendwas, was da aus dem Ostblock kam. Dann ist deren Lebenswirklichkeit natürlich genau das. Was er jetzt gegen Moslems hat, das ist wahrscheinlich eine grundsätzliche Ausländerfeindlichkeit, die da einfach drin ist. Aber deren Lebenswirklichkeit ist erstmal Ausländer klauen und das über eine lange Zeit. Und die Justiz hat gesagt, ja, da können wir nichts machen. Die Klauer, die sind schon über alle Berge, bevor wir hier überhaupt irgendwie was ermittelt haben. Das heißt also extrem. Sagen wir mal, da sind 12, 15, 20 Einbrüche passiert in kurzer Zeit. Dann reicht das natürlich, dass ohnehin, wenn du da so eine Prädisposition im Gedankengut einfach schon verankert hast, dass sie sich da organisieren. Aber dann kommt das leider, 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 und deswegen sage ich sorry, dass ich einen Boomer raushängen lassen muss, natürlich durch ein erlerntes Verhalten, weil sie haben einfach gelernt, Ausländer klauen bei uns. Und das mag dann in dem Fall sogar einfach Fakt gewesen sein. Ich verstehe deinen Punkt. Für so ein dummes Weltbild reicht es dann halt aus, dass man aus organisierte Kriminalität aus dem Ausland heißt, alle Ausländer. Hundertprozentig, wenn ich 100, also wirklich verstehe ich zu 1000%, wenn das so wäre. Nur dann hätte ich mir entweder von der Doku gewünscht, das am Anfang irgendwie aufzuklären, oder er hätte ja auch tatsächlich, wenn die Reporterin zu Gast ist, hätte er das ja auch mal anführen können. Dass das bisher noch nicht erwähnt wurde, ganz das am Anfang ich halt der Doku krass. Wurde erwähnt, dass es eine Einbruchserie gab.
Ist das ja, so oder habe ich das verpasst? Aber kein, nicht woher, sondern einfach nur, dass da Einbrüche stattgefunden haben. Okay, gut. Haben, genau. Das ist tatsächlich interessant. Dass sie an der polnischen Grenze leben, ja, auch das haben sie gesagt. Und nichts darauf lässt trotzdem auf die Moslems schließen. Ja, weißt, also das deswegen halt sage ich, das ist so grundsätzlich wahrscheinlich bei ihm einfach. Ja, aber das ist halt dann der Fehler, weil wenn er da einfach sagen würde, nee, das war ein Auftragsdiebstahl von den Polen oder so, hätte ich gesagt, ja, kann sein. So. Ja. Also wie aber er das halt da reinbringt, ist es halt, hat schon einen bestimmten Tenor. Das stimmt. Aber der Alkohol wurde nicht geklaut. Jedes Ereignis wird im Logbuch notiert. Ist denn in letzter Zeit einfach weniger passiert? Oder? Was ist dann? Oder wird einfach weniger aufgeschrieben, weil sozusagen schon alles jetzt so ein bisschen normal ist? Na, Alter. Ist gar nichts, eigentlich gar nichts passiert. Nee, steht immer nur. Ernstes, seitdem wir da verlassen. Keine Vorkommnisse. Hatte die keinen Tonmann keine dabei oder was? Alter, ist Jeremy Fragrance um die Ecke oder was? Los, Alter. Der packt gerade wieder einen Käse aus. Ja. Alter, eine Knabberbox. Natürlich eine Knabberbox. Freilaufender Hund. Audi fährt in Lavitz rein, gehört Czerny. Am Kreuz festgenagelt, angezündet. Regen, arschkalt. Er mit seinem alles Glühwein ruhig, da ist auch irgendwie. Keine Zeitung. Das ist Henry. Er ist Stahlarbeiter und Chef der Jugendfeuerwehr. Wir fahren gleich Richtung Neuzelle raus und dann wieder zurück nach Lawitz. Und Henry hat richtig Bock, weil Henry ist davon überzeugt, Henry kann heute noch einen wegstecken. Guckt euch Henry an. Aber hallo. Ich spare mir meinen bösen Kommentar, den ich gerade auf der Zunge habe. Henry denkt sich, guck mal hier, 600 Seelen, frisches Blut. Hab ich dir gesagt, dass der Chef hier von der Feuerwehr bin? Ah, von der Jugendfeuerwehr. Willst du mal meinen Schlauch sehen? Machen wir nachher eine Abspritzübung. Kannst du aussuchen. Oh Gott, Alter, Wasser oder Schaum? Geschüttelt, nicht gerührt. Fahrt da hinten an der Feuerwehr lang, ne? Wie klein ist dieses Auto? Richtig. Hat dieses Auto keine Mittelkonsole? Ich habe mir fest vorgenommen, wir können den Alarmgag nicht machen. Einmal die Bedrohung zu verstehen, von der Henry und die anderen sprechen. Das ist die Bergstraße da. Fahren wir auch nochmal lang oben. So sieht das also aus, wenn man mit Fischei in einem Twingo filmt. Wir müssen ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Weißt du, wie wir die Zeit rumkriegen? Eigentlich ist die Aufgabe von der Streife ja eigentlich nur Bewegung im Dorf herstellen. Bewegung herstellen? Ja, wir wollen ja keine Leute fangen. Oder festhalten oder, ja. Gleich exekutieren. Wenn wir jemanden sehen sollten, dann rufen wir eh die Polizei. Aber würdest du trotzdem gerne mal einen fangen? Also, es klingt zwar doof, aber ich glaube, es hat eigentlich jeder mal vor. Die Streife laufen, glaube ich, weiß ich nicht. Kommt mir so. Man sagt zwar immer, man macht nichts, wenn man jemanden sieht, aber man weiß es nicht. Oh, wenn ich ihn sehe, dann klatsche ich den hoch. Tagsüber oder nachts? Beides? Ja, tagsüber denke ich mir mal, sind alles diese Spionageleute, die. Man sagt zwar Pole, ob es ein Pole ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber man sagt das immer, ne? Man weiß nicht, ob der Name weil so kurz ist, aber. Was, Alter? Sagt sich einfacher. Als Dieb? Auch nicht länger. Ja, als Person direkt. Das hat auch zwei Silben, du Affe. Ist vielleicht auch einfacher, weil es jemand anderes ist, oder? Ja, man sagt Pole, weil nur Polen direkt daneben ist. Kann nur Deutscher sagen. Ist genauso. Aber er merkt gerade, dass er die Stimmung gekillt hat. Ja. Tja, Henry, nicht gut gelaufen. Keine Spione, keine Speer. Tagsüber wirkt es so, als seien die besorgten Bürger sorgenfrei. Nebenan in Eisenhüttenstadt gibt es Arbeit. Das Dorf ist seit der Wende sogar gewachsen. Gobbel, 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 gobbel. Und doch, immer wieder fällt das Wort Schutz.
Schutz vor wem? Ja, das ist... Alter. Die Angst der Abgehängten, ne? Alter. Hey. Warte mal kurz, ich muss treffen. Und doch, immer wieder. Er trägt das Alter... Das alter Mann-Baumwollhemd von jedem stereotypischen alter Mann-Baumwollhemd tragenden alten Mann, der Baumwollhemden trägt, Alter. So heißt die Firma auch, die die produziert. Absolut. Ja. Old Man Cotton Country. Old Man Cotton? Finde ich schon wieder geil. Old Man Cotton Country, Alter. OMCC. Wirklich, wenn im Tatort ein alter Mann dargestellt werden soll, der so ein bisschen verbittert und so ein bisschen bäuerlich, dusselig ist, dann zieht man ihm so eine Requisite an. Schon. Ja. Crazy. Er erinnert mich so ein bisschen an den Vater aus diesem einen Otto-Film mit dieser großen, leuchtenden Nase. Ja. Wieder fällt das Wort Schutz. Schutz vor. Oder der Thriller. No Cotton for Old Man. Man kennt's. Habe ich aus dem Chat geklaut. 28% haben bei der letzten Props Landtagswahl AfD gewählt. So viele wie sonst nirgends in Brandenburg. Moiskito. Wichtiger Punkt. Ich habe mich zugehört, ich habe den Kommentar gesucht. Hör mal hin. Ja, ja. Ah, also sie hat schon angefangen mit 8, das musst du jetzt extrapolieren. Ja, ja, ja. 28% haben bei der letzten Landtagswahl AfD gewählt. 28? So viele wie sonst nirgends in Brandenburg. Wow. Auch die Bürgermeisterin. Ihr seid selbst für Brandenburg scheiße. Wie könnte das denn aussehen? Also wenn man die Sorgen ernst nimmt... Na, einfach, dass man die Politiker dazu bewegt, die Politiker. Wieder genug Polizeipräsenz hier zu haben. Das ist die einfachste Lösung. Mhm. Alter. Und schon wäre das alles in Ordnung. Ich glaube, dass einiges einfach auch nicht mehr zu retten. Ich glaube es wirklich. Ich glaube, da sind viele bis an ihr Lebensende einfach hart stramm rechts. Da ist wirklich, wenn du schon so. Nee. Alter Falter, ey. Geh doch in die Politik, änder was. Die ist Bürgermeisterin. Wenn man dann in die rechte Ecke gedrückt wird. Und wir sind ja eine Bürgerinitiative, die sich zusammengeschlossen haben. Und deshalb davon distanzieren. Vor der Ausländerfeindlichkeit wollen wir uns distanzieren. Mhm. Und das Wehr klingt halt immer so. Deshalb sagen wir Streife. Hä, aber sie hat die AfD gewählt. Ja. Ist ja egal, du musst das ganze Narrativ, siehst du doch, ist doch, ich bin kein Nazi, aber. Mmh, ja, ja. Das ist doch das Einzige, was sie da immer sagen. Die ewig gestrigen und Abgehängten, Alter. Das ist wirklich so. Nötig, dass sie jetzt als Bürger und auch sogar als Bürgermeisterin nachts hier um die Häuser ziehen? Na, weil wir zum Schluss jede Woche 2 Einbrüche hatten. Mhm. Etliche Motorräder wurden geklaut, Rasenmäher. Motorsensen. Wie lange? Ja, wenn sie in die Schuppen gegangen sind, alles, was man eben so an Elektrogeräte ist. Ist doch egal, du kannst doch aber nicht leugnen, dass es passiert ist. Nein, ich will auch nicht leugnen, dass es passiert ist. Ich finde nur gerade der Aufwand, der betrieben wird, der würde mich interessieren, in welchem Kontrast der steht. Ja, aber du musst dazu sagen, das ist ja auch ein Mix aus, das ist ja da ersichtlich, auch ein Mix aus rassistischen Ressentiments und Beschäftigungstherapie. Das habe ich ja verstanden. Ich will es nur wirklich gerade, ich versuche nur gerade hinterzusteigen und würde wirklich gerne einfach nur auf der Informationsebene wissen, wie lange diese Einbruchsebene anhält. Ich hoffe, dass diese Info noch kommt. Deswegen frag dich gerade, wie lange. In der Hoffnung, dass sie mich hört. Sorry. Für einen Garten, das wurde alles geklaut. Und seit wann? Fahrräder. Ja. Seit wann ist das so, dass so viel geklaut? Na, seitdem, richtig schlimm ist es geworden, seitdem keine Grenzkontrollen mehr sind. Ja, der Fehler liegt in der Politik. Das ist für mich auch eindeutig. Grenzen kann nicht sein, dass unsere Kanzlerin Schutz für jeden verspricht und wir müssen uns selber schützen. Aber Sie sind ja eigentlich auch Politikerin. Parteilos, und da bin ich ganz stolz drauf. Auch parteilos sein? Ja, und unsere ganze Gemeindevertretung auch. Wenn man politisch im Kopf frei ist, kann man für die Menschen mehr machen. Ich finde das ganz furchtbar, weil die Politik ändert sich ja immer mit einem Bundeskanzler oder je nachdem, ob CDU oder SPD, es geht dann immer in eine andere Richtung. Also jeder rennt seiner Partei hinterher. Und dann kommt erst der Mensch, dann kommt erst unser Volk. Jetzt mal ganz kurz extrapoliert.
Ein bisschen recht hat sie schon. Was, oder? Was, wo? Inwiefern? Also, du musst jetzt. Also, ich meine tatsächlich gesehen davon, dass wenn du nicht deinem diesem Standard-Parteiprogramm hinterherrennen musst. Ach, du beziehst dich jetzt ausschließlich auf ihre Parteilosigkeit. Ja, ja, ich beziehe mich ausschließlich auf die Parteilosigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht vorher anführen sollen. Ja, ja, ich bitte. Dachte, Leute, ihr kennt mich doch. Ich ja, weiß, deswegen also, war ja, ich auch gut. Schockiert. Hä? Ja, also ich beziehe mich einzig und allein auf die Parteilosigkeit. Punkt, diesen einen Punkt fand ich gar nicht so schlecht. Aber das ist ja auch in Dörfern nichts Ungewöhnliches, naja. dass Spitzenkandidaten parteilos sind. Das hast du sehr viel. Ja, ja, dass die jetzt auch selbst nicht parteilos ist. Also ich meine, für mich fühlt sich das nicht parteilos an, wenn ich wüsste, meine parteilose Bürgermeisterin ist AfD-Wählerin. Ja, parteilos heißt ja nicht parteiergreifend. Ja. Also das hat natürlich zwei Dinge spielen da, glaube ich, eine Rolle. Parteilos bietet dir jederzeit die Möglichkeit, immer noch zu wettern, die da oben. Weil du dich nicht als Zahnrad in diesem System sehen musst und anders verkaufen kannst. Mhm. Aber prinzipiell, ich gebe dir insofern schon recht, dass ich ja sowieso sage, seit einer Ewigkeit schon, dass es eigentlich darf es keine Mehrheitsregierung geben. Davon bin ich so überzeugt. Mhm. Meiner Meinung nach müssen viel, 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 viel mehr Parteien oder auch eben parteilose Politiker in den Bundestag, damit diese Debattenkultur wieder aufflammt, damit halt diskutiert werden muss, was Vorschläge, Entwürfe etc. angeht, bis sich eine Mehrheit findet. Verstehe ich. Was mich halt interessieren würde, wäre der Gedanke, das Grundkonzept von, ja, es gibt die Wahlen, du hast die Parteien, du hast damit grundsätzlich die einzelnen Leute und weißt, wofür die so stehen und so. Aber sobald die gewählt werden, also jetzt in dem Fall die Minister und Kanzler und Bundespräsidenten, die verlieren alle ihre Parteizugehörigkeit. Ab dem Zeitpunkt, wo sie in dem Amt sind, haben sie keine Parteizugehörigkeit mehr. Fände ich interessant, ob das gehen würde. Schwierig. Ich also glaube, natürlich kann sich der Mensch nicht davon trennen dann, aber... Was vielleicht interessant wäre, wäre so eine Art Wahlmännerprinzip. Hm. Also es klingt jetzt erstmal ganz furchtbar, aber stellt euch vor, jede Partei darf maximal 25% aller in dieser Wahlperiode zur Verfügung stehenden Sitze einnehmen. Das heißt, selbst wenn du die absolute, mit absolut krasser Mehrheit, zumindest prozentual betrachtet, gewählte Partei bist, darfst du nicht mehr als 25% der Plätze einnehmen. Aber das würde die Demokratie doch ad absurdum führen. Nee, stimmt ja gar nicht, weil 25% der Plätze wäre das absolute Maximum an der relativen Mehrheit gesehen. Das heißt, die nächste Partei, die wesentlich weniger gewählt wird, hat halt auch nur 13 und so weiter und so fort. Und das splittert sich so lange auf und da sitzen halt Leute mit nur einem und Parteien. Aber dass irgendwann du von 100 Stühlen nur maximal 25 an eine Partei gibst und die 75 anderen wird halt nach dem Wahlmännerprinzip auf alles andere, was es irgendwie gibt, aufgeteilt, sodass die sich ständig wirklich miteinander auseinandersetzen müssen und streiten müssen, bevor es zu irgendwelchen politischen Entscheidungen kommt. Das Problem ist nur, es verlangsamt alles wahnsinnig, aber es würde wahrscheinlich zu wesentlich adäquateren und zu wesentlich der breiten Masse wirklich für das Volk entsprechendere, vielleicht deren Interessen vertretenden Entscheidungen kommen. Weiß ich nicht. Gedankenexperiment. Absolut. Ja, es ist schwieriges Gedankenexperiment. Ist es bei mir ja auch, aber es ist so, also tatsächlich, boah. Also noch langsamer verstehe ich mir halt gerade das Schlimme. Der eine Satz hat mich halt so gekillt, weil du hast vollkommen recht. Es würde noch langsamer werden und noch langsamer geht nicht. Nee, das also da sind. Ja. Normalerweise hast du Auftragsmörder und ganze Militärputsch in der Zeit, wo eine Kleinigkeit entschieden wird. Wir sprechen hier von einem absoluten Gedankenexperiment. Was ich da gerade angeführt habe, ist halt auch also nicht mit unserer Verfassung zu vereinbaren und so. Das ist ja nicht das System, was wir etabliert haben. Aber meiner Meinung nach ist eben diese Möglichkeit, dass wir eben eine Mehrheitsregierung haben, absolut problematisch. Weil es kann nicht sein, dass du mit, ja, Koalition, haha, lol. Aber dass du mit einem Bündnispartner, im Zweifelsfalle sogar alleine mit über 50% einfach durchmarschieren kannst, durch jede Entscheidung.
Das ist halt nach wie vor scheiße. Ist halt die Frage, da wäre ich zum Beispiel wieder und würde auch kurz zum Bürger zurückgehen und halt eine Wahlpflicht einführen. Ich war damals, ja, stimmt, finde ich auch. Finde ich, ja. Aber was ich halt so krass finde, ist, ich war damals so schwer enttäuscht von der SPD, weil man hätte vor ein paar Jahren die Möglichkeit gehabt, eine Minderheitsregierung in Deutschland zu schaffen. Ja. Wie toll ich das gefunden hätte, wenn das passiert wäre. Und aber wie schlimm ich es fand, dass man wieder eingeknickt ist und sich wieder für eine Mehrheitsregierung entschieden hat. Ja, aber dann wäre ja wieder gar nichts passiert. Da hätte sich die CDU einfach die ganze Zeit gesagt, mag ich nie. Oh, ich komme zu einem neuen Punkt. Koalitionsverbot. Okay, cool. Ich würde ganz kurz reingrätschen an der Stelle. Captain Mapache hat uns nämlich ein bisschen was recherchiert. Finde ich toll. Vielen Dank. Laut der Polizeidirektion OS hielt die letzte Einbruchserie fortlaufend über 4 Einbrüche an, die einer Gruppe zugeordnet werden konnten. Davon gab es laut Polizei Brandenburg aber einige Einzeltaten von diversen Gruppen unterschiedlicher Herkunft. Gut zu wissen. Vielen Dank fürs Recherchieren. Aber wir wissen immer noch den Zeitraum jetzt darüber auch nicht. Ja, aber man weiß zumindest, dass es nicht nur auf eine Gruppe jetzt zurückzuführen ist, die mal über einen Zeitraum was gemacht hat, sondern dass es dann auch diverse Taten gab. Das finde ich zum Verordnen schon ganz wichtig. Was genau ist Koalitionsverbot? Naja, dass eben Parteien sich nicht mehr für eine absolute Mehrheit zusammenschließen dürfen. Ach so, okay. Also dass zum Beispiel die CDU mit 35% und die SPD mit 25% jetzt mal fiktiv sich nicht zu einer Koalition mit 60% im Bundestag zusammenschließen dürfen. Also weil sie sich gegenseitig blockieren. Ist absurd an sich. Nee, also dass sie halt das nicht dürfen. Dass sie dann mit den 35% leben müssen. Und aktiv einen Bündnispartner von ihrer Idee überzeugen müssen. Aber sie könnten dann immer wieder jeden Einzelnen. Das heißt, ja, natürlich. Wenn du, ja, aber jetzt nehmen wir CDU hat 35%. Jetzt möchte ich mein Rechtsaußenthema durchsetzen. Dann nehme ich mir die AfD und die FDP als Partner und kriege die Mehrheit damit, kann das durchsetzen. Jetzt möchte ich mein Öko-Ding kurz durchsetzen und dann haben sie... Ich glaube, das ist zu einfach. Nee, ich glaube, das ist zu einfach. Weil ich glaube tatsächlich, dass es da dann doch zu viele Reibungspunkte gibt. Hey, also es gibt, also die AfD... Du kannst ja nicht irgendwelche Gesetzesentwürfe einfach stacken. Es fällt ja immer an der anderen Seite irgendwas runter. Das funktioniert ja nicht. Kommt dann auf die Verteilung an, ne? Wenn's dann und ganz ehrlich, eine CDU, die heute mit den Grünen, morgen mit der FDP, übermorgen mit der AfD und den Tag danach mit der SPD, vergiss es. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir partout nicht vorstellen. Wenn du es plötzlich kannst, wenn es nur darum geht, deine eigene Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass sich die anderen Parteien dermaßen zum Spielball einer Partei und derer Interesse machen lassen. Das kann ich mir auf der politischen Landschaft in Deutschland, könnte ich mir das nicht so vorstellen. Kann ich nicht. Dafür sind sie dann doch autark und dafür sind sie dann doch wahrscheinlich einfach, um jetzt mal dieses Wort zu benutzen, zu stolz, was ihre Kernthemen angeht und so. Das weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich auch naiv. Ich bin kein Politikwissenschaftler. Da fragen wir lieber Felix Lobrecht. Der hat übrigens Politikwissenschaften in Marburg studiert, konntet ihr nicht wissen. warten wir, bis der wieder aus der Sommerpause da ist. Bis dahin fickt ihr gefälligst den Sprechstunde-Podcast auf Platz 1. Dankeschön. Weiter geht's. Genug. Proof. Bürgerwehr. Achso, Entschuldigung. ja. Kochen Sie gerne? Ja, aber... Aber darf ich euch mal ganz kurz... Das sieht nicht nach geilen Buletten aus. Das sieht nach Matt oder so aus. Das ist zu hell. Das ist Schwein auf jeden Fall, aber der Fettanteil ist ja, ich bin auch bei Matt, ja. Irgendwie so gar nicht wissenschaftlich. Ich mache das immer so nach Gefühl. Meine Mutter hat gerne gekocht. Die besteht aus 100% Schwein mit Zwiebeln. Meine Schwiegermutter hat gerne gekocht. Da habe ich mir so einiges angenommen. Mhm. Und außerdem mache ich das gerne. Man sieht es ja auch, wenn es ums Essen geht. Was sieht man? Ich sage, man sieht es ja auch. Von der Figur her. Ach so, naja, geht doch. Geht doch. Mann, die Zeit, die du für Ausländerjagen investierst, könntest du auch in Kochen investieren. Na, dafür, dass ich nie mehr Fußball spielen, na, ich habe ja auch etliches abgenommen. Bedingt auch durch die Arbeit, weil man da sich wirklich viel bewegt.
Er ist auch so ein Typ, wirklich, das ist auch so ein Typ, der zum Lachen in den Keller geht, Alter. Ich glaube, der verabscheut Spaß und der hasst Musik und ich, also, ey. Also in seiner Welt ist alles wie in Schwarz-Weiß, wie in diesem Film, wie hieß der? Dieser fantastische Film mit Tobey Maguire, wo sie in diese Schwarz-Weiß-Serie kommen und dann wird's da bunt. Ich liebe den Film, ich finde den total toll. Wie heißt der? Pleasantville. Genau. Der Wichser? Alter Olli. Ja? Was zur Hölle? Was für eine Schreibmaschine hast du da rausgekramt gerade? Typ relativ leise sogar gerade noch. Sorry. Wollen wir weiter? Gerne. Pleasantville übrigens. Er ist das Böse aus Pleasantville. Mortal Kombat ist richtig. Ja. Vorher war das nicht so der Fall. Was haben Sie vorher nochmal gemacht? Ich war im Werk tätig. In Eisenhüttenstadt? Ja, in dem großen Werk. Warum haben Sie da aufgehört? Es gab da halt ein bisschen Trouble zwischen der neuen Führung und mir. Und dann war man halt der Meinung, dass man mich nicht mehr braucht. Sie wurden gefeuert? Ja. Und warum? In Betrieben, wo... Politische Differenzen. Ich sag mal, wo die Besitzer oder die Herrscher in Anführungsstrichen keine Deutschen sind, alles klar, fragt man nicht lange, warum. Wie meinst du das? Er ist gefeuert worden, weil er ein fucking Nazi ist, Alter. Das musst du erst mal schaffen in Eisenhüttenstadt, Alter. Blechbuden City ist Nazi-Hochburg. Lol, Alter. Die Herrscher sind nicht aus Deutschland. Kein bio-deutscher König an der Spitze meines Unternehmens, dann ohne mich. Oh, lol, ist der Typ lächerlich. Die Pfeifen auf Gesetze, die es in Deutschland gibt, das interessiert die herzlich wenig. Wenn das Gericht entschieden hätte, die haben mich wieder einzustellen, dann hätte der das nicht gemacht. Hätte er machen müssen dann. Warum? Na, wenn das Gericht es sagt. Der ist Inder. Naja, aber der muss sich trotzdem an die Gesetze halten. Alter, ich schwöre dir. Der hätte er nicht gemacht. Warum? Der ist Inder, das, Alter. Alter, das ist halt beyond krass. Aber seine Lache danach, nach ihrem Kommentar, seine Lache... Ist die herabschauendste, ekelhafteste Kack-Nazi-Lache aller Zeiten. Aber gib dir das mal bitte, ganz kurz, diese Lache. Da werde ich instant aggressiv. Naja, aber der muss sich trotzdem an die Gesetze halten. Ja, ich weiß genau, weißt du, was ich meine? Du meinst. Alter. Ich weiß 100%, was du meinst und ich stimme dir zu 100% zu. Da werde ich sauer, aber hallo. Dann können wir uns da mal über das Totschlagargument unterhalten. Hätte er nicht gemacht. Warum? Der ist Inder. Sorry, Mann, ey. Ey, in so einer einfach gestrickten Welt leben muss so geil sein. Ey, das ist der Vorteil. All diese Menschen haben nie Depressionen, ey. Ich schwör's. Das ist wirklich. Ich will euch gar nicht übersetzen, was das Lachen für mich in seinem, also was das übersetzt bedeutet, was das für eine Message bei mir. Dieses, da bin ich aber 100% wirklich bei dir, Alter. Ja. Dieses Lachen, ey. Ich glaube, wenn der freie Hand hätte. Ah, das ist so ein richtiges Reintreten-Lachen. Könnte ich für nichts garantieren. Wer weiß, was dann wieder für Einrichtungen gebaut werden würden. Olli ist aber gut. Gut drauf heute. Naja. Glauben Sie nicht. Krass unsympathisch, Alter. Das ist ein Thema, da bin ich froh, dass ich das hinter mir habe und da müssen Sie jetzt nicht weiter bohren. Okay, meine ich. Ja, also, schwierig. Verliere ich meine Ruhe. Nee, das will ich nicht. Oh lol, wie er hier einfach droht. In Kenia zum Beispiel leben fast eine halbe Million Flüchtlinge. Oh Gott. Mehr als 300. Alter, alles daran ist schlimm. Kriegen Sie das mit? Ja, Eisenhüttenstadt hat ja allein wenigstens 3.000 Flüchtlinge zurzeit. Und das bei nicht mal 28.000 Einwohnern. Aber hier in Lawitz kriegen Sie es nicht mit, oder? Aber es gab bisher vereinzelte Vorfälle durch, ob es nur Flüchtlinge waren oder nicht, kann man nicht sagen. Es waren, vor ein paar Wochen ist mal hier einer eine Nacht aufgetaucht und hat völlig verwirrt bei einer Frau geklingelt. Um halb oder kurz vor 12. Und die war natürlich äußerst erschrocken, als so ein Dunkelhäutiger vor ihrer Türe stand. Ach
Guck mal, Alter. Er wollte einfach nur nach Hause, oder was? Ja, also sie hat ja nicht aufgemacht. Also sie hat gleich die Tür wieder zugemacht. Ach so, sie hat gar nicht einen Bekannten angerufen und der hat dann die Polizei informiert. Gott, Alter. Günther, da steht ein Schwarzer vor der Tür. Gott, Alter, for real? Das staatliche Zepter wieder in die Hand zu nehmen. Ohne Begrenzung der Zuwanderung werden wir als staatliche Gemeinschaft in Deutschland und Europa grandios scheitern. Damit ist der Freistaat einen Schritt weiter. Die Flüchtlinge. Nachdem Dien muss das schon wieder etwas, das den Lawitzern Angst macht. Und schon wieder etwas, von dem sie denken, das kriegt der Staat nicht geregelt. Aber diese nicht alle im Dorf finden die Bürgerwehr gut. Diese Tristesse da, die muss doch auch krank machen, Alter. Furchtbar. Das ist der. Du siehst, wo das hinführt, wenn Leute so eine, sorry, mit Verlaub, Dreckspartei wählen und solches Gedankengut annehmen. Dann siehst du, wo das endet. Das ist das. Widerspreche ich dir. Das ist Gedankengut. Ich weiß es doch. Doch, nee, da muss ich dir aktiv widersprechen, weil das größte Problem ist nicht, dass die Leute so eine Partei wählen und dann wird ihre Gegend scheiße. Das größte Problem ist tatsächlich gerade im ländlichen Raum, dass ihre Gegend scheiße ist und die Leute dann die Partei wählen. Ja. Da gebe ich dir recht, Problem. Aber ich sage nur, für die Leute, die jetzt zum Beispiel in Berlin sind, wo das nicht so krass der Wandel spürbar ist, sage ich so, das ist hier in wirklich hundertprozentiger Form, seht ihr, was das macht. Ne? Klar, aber sonst bin ich voll bei dir. Das bedingt sich zu 100%. Aber deswegen sage ich ja auch immer dass es nicht so enden muss. Ja, also ja, ein Glück. Ein Glück, aber deswegen sage ich auch immer die ewig Gestrigen und Abgehangenen, weil diese Menschen, die fühlen sich abgehangen. Vielen Dank. Ja, aber das ist halt wirklich, also ich erinnere mich noch an eine Zeit, da war ich bei einem Dorf von meinem Cousin und in seinem Freundeskreis, ich glaube, das war so mit 14, 15 oder so, und da fingen die Jungen dann auch so an, also er nicht, aber so ein paar von seinen Freunden auch so mit so Sachen wie, ja, jetzt kommen ja auch immer mehr und die nehmen einem die Arbeitsplätze weg und so. Und da gab es 2, 3 längere Gespräche einfach so im Allgemeinen, und das hat sich so schnell da alles wieder relativiert. Mhm. Also es ist jetzt auch einfach tierisches Glück, wahrscheinlich auch im Umkehrschluss passiert da. Da sind auch, da wohnen auch ganz, ganz viele jetzt türkischer Herkunft und so, und die sind alle super nett, alle inzwischen super im Freundeskreis. Aber es gab so eine kurze Umbruchphase, so vor eben 15, 16 Jahren. Mhm. Und dann hat es aber die richtige Wendung genommen, und die sind alle cool miteinander und keiner ist da auf den falschen Weg gekommen. Aber hättest du 2, 3 gehabt, die da nicht gegengestimmt hätten, hätte das auch wahrscheinlich in die für mich eben falsche Richtung gehen können. Also weißt du immer nicht, ja? So ein Dorf ist halt so ein Dorf. Ja. Klingt immer so doof, aber. In der Tat. Ich weiß aber gar die Kritik nicht mit mir reden. Was sagt eigentlich der Staat dazu? Im Nachbardorf wohnt Matthias Bröse. Er war mal Polizist und hat die Lawitzer bei der Gründung ihrer Bürgerwehr beraten. Polizeipräsidium Frankfurt-Oder, Schutzbereich Eisenhüttenstadt, Posten und Revierdienste, das gibt's nicht mehr. Aber Sie waren da stationiert? Ja. Und dann sind die zu Ihnen gekommen und haben gesagt, können Sie uns mal beraten? Ich habe dann letztendlich angeboten, ja, also ich würde dann auch die Sache mit unterstützen bei euch. Und wir können dann, damit da nicht irgendwelche Dinge geschehen, die man eigentlich nicht haben will. Und was haben Sie denn gesagt? Also was darf man jetzt als Bürgerstreif und was nicht? Es gibt ja jedermanns Rechte. Also wenn ein Bürger jemand bei einem Verbrechen auf frischer Tat erwischt, dann hat er auch das Recht, den so lange festzuhalten, ja, bis denn die Polizei übernimmt. Die Anfrage kam auch aus der Bürgerversammlung. Wie sieht es aus mit, ja, wir machen jetzt überall Schilder ran. Sag ich, ist kein Problem. Dieser Ort wird bestreift oder was auch immer da drin stehen soll, müsst ihr entscheiden. Na, es darf bloß nicht irgendwo mit einem Gesetz in Berührung kommen, wo man sagt, na, das ist nicht ganz in Ordnung. Na? Was dürfte man schon nicht mehr schreiben auf so ein Schild? Verschwindet ihr Polenpack oder sonst da was. Ja? Also das wäre genau das Verkehrte. Sind das denn immer Polen? Nee. Nee? Nee. Die Lawitzer sagen ja. Nee. Also
aus der Erfahrung heraus sind das nicht nur Bürger, die jenseits der Oder wohnen, sondern die kommen von weiter her. Es sind genauso auch deutsche Tatverdächtige oder Straftäter. Ja, und das ist nicht immer gesagt, dass der Spruch noch seine Gültigkeit hat hier. Für gewöhnlich wahrscheinlich meistens sozial schwache Menschen, die versuchen, sich halt anderweitig Geld zu verdienen. Das sind ganz, ganz clevere. Die wissen, wenn sie an der polnischen Grenze klauen, dann wird das auf die Polen geschoben. Das sind so deutsche Verbrecher. Ja, aber um einfach den anderen Betrachtungswinkel wieder reinzukriegen, auch wenn es sozial schwache oder sozial schlechter gestellte Menschen sind, ist und bleibt es eine Straftat. Ja. Ist zum Schaden anderer, oftmals auch zum hohen Schaden, oftmals auch wenn bei dir geklaut wird, ist es zum Beispiel ein finanziell für dich schwergewichtiger Schaden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da Robin Hood kommt, Nein. den Reichen nimmt und den Armen gibt. Also man darf das jetzt auch nicht hier irgendwie heroisieren oder glorifizieren. Das war auch null meine Absicht. Ja. Hast du das so verstanden oder was? Nee, aber es ist, also ich fand es einfach, nee, aber ich bemühe mich einfach nur, eine gewisse Einseitigkeit auszuräumen. Ja, nee, war auch nicht einseitig gemeint. Ich sagte nur, weil er jetzt gerade nochmal betont hat, dass es halt eben nicht nur Polen und Ausländer sind, sondern auch Deutsche sind, dass ich sage, ja, meistens ist die Nationalität eben auch einfach kein Faktor, aber der wird immer zu einem Faktor gemacht. Meistens sind es andere Umstände, die Leute zu einem Dieb machen oder Straftaten begehen lassen, aber meistens hat das ja, nichts damit zu tun, wo sie herkommen. Ja, manchmal ist es aber auch einfach nur organisierte Kriminalität. Zum Beispiel natürlich. Die Autodiebstähle im Raum Berlin beispielsweise sind nachgewiesenermaßen so dermaßen krass organisierter Shit aus Rumänien, dass du auch als Polizist dem Stereotyp anheimfällst, zu sagen, ja, haben die Rumänen wieder Autos geklaut. Ich dachte, die kommen alle aus Los. Stimmt, das bin jedes Mal ich. Also ich meine, nur weil du so Ressentiments schürst, heißt es nicht, dass du immer gleich das personifizierte Böse bist. Davon will ich so ein bisschen weg. Wir stohlen schon. Das ist halt problematisch. Ich weiß auch, dass meine Aussage jetzt sehr problematisch ist und gegen mich verwendet werden kann, aber. Nö, Leute, ich finde das, ich find das schon richtig zu sagen. Die Wahrheit ist nie schwarz und weiß. So. Ja. Das ist immer so. Ne? Ja. Man gibt sich ja nur Mühe des Betrachtungswinkels wegen. Das ist völlig korrekt. Die Sachverhalte sind immer deutlich komplizierter, als man das in einen Satz irgendwie packen könnte. Dia, vielen Dank fürs dabei sein. Schönen Abend noch, gute Nächte. Kurzer Einwurf hier, Mods loben und so. Das stimmt. Denn es gibt genügend Straftäter auch in den deutschen Reihen, ne? Genau, die Wahrheit ist immer Ocker. Den finde ich gut. Ja. Boah. Das sind die deprimierendsten Essenseinstellungen, die ich je gesehen habe. Aber ist er jetzt die Wahrheit? Das Problem ist, wenn sie welche kriegen, dann sind es nun mal überwiegend Polen. Aber sie haben doch wirklich außer dieses eine Mal niemanden erwischt oder getroffen dabei. Ach, und deswegen kann ich das nicht sagen? Ja. Oh, Alter, wie erschmatzt. Wenn da mal einer erwischt wurde, und es ist ja nur so, dass schon viele erwischt wurden, dann ist der eben, dann spricht der halt Polnisch. Das ist nun mal so. Sie meinen, wenn er von der Polizei erwischt wurde oder wenn jetzt hier im Dorf jemand einen? Ja, von der Polizei. Es ist ja so, dass sie ab und zu auch mal welche kriegen. Hm. So. Und warum sprechen die nur ausgerechnet Polnisch? Das weiß er woher? Das ist nicht so. Er war ja Polizist. Und er sagt, weiß er schon. Das ist eben nicht so, dass wenn sie die erwischen, dass es. Also da gehe ich jetzt mal von aus, das weiß er. Warum ist denn die Kriminalität? Ja, das würde in der Zeitung einfach stehen. Die ist, hier nicht, höher, so die ist hier nicht höher als um Berlin rum im Speckgürtel, der Diebstähle. Also sie sind mir da ein bisschen zu, weiß es nicht. Also das ist aber bei vielen jungen Leuten so, muss ich mal so deutlich sagen, das ist so. Jetzt kommt die Keule. Sie werden wahrscheinlich auch die Meinung haben, es gibt in Deutschland keine Terroristen. Ja, sicher gibt es Terroristen. Ja, aber sind Sie sich sicher, dass da jetzt keine mitkommen oder wie? Die haben ja gar keinen Überblick mehr. Jetzt wird er laut. Ja, sehen Sie. Also muss ich garantieren, wer hier reinkommt in das Land. So wie es hunderte andere Länder in der Welt auch machen. Wer wird es ausbaden? Du nicht, Alter. 12.000, die nur an einem Tag. Du wohnst in einem fucking 600-Seelendorf, wo sich keine Sau hin verirrt, Alter. Du bist der Allerletzte, der irgendwas in seinem Leben jemals ausbaden muss. Nee, von den Terroristen. Ja, sein Haus. Bombe wurde sein Rasenmäher geklaut. Sein Haus. Sein Rasenmäher wurde geklaut. Sein Rasenmäher-Benzin treibt die Drohne an.
die sein Dorf zerstören wird. Ja. So ist es. So ist es. Und nicht anders. Muss man wissen. In Slowenien. Und das ist nur Slowenien. Du weißt nicht, wie viele gestern wieder übers Mittelmeer gekommen sind, was weiß ich. Und wenn Sie sagen. Und der Typ ist einfach knallharter Rassist. Glaube ich, dann kann ich Ihre, dann verstehe ich Ihre Meinung. Das kann ich normal sein. Aber ich das kann weder für die 12.000 normal sein, noch für die da, wo sie hingehen. Ich habe auch nicht gesagt, dass es normal ist. Das kann nicht normal sein. Ich habe auch nicht gesagt, dass es normal ist. Und das hätte man voraussehen können. Ganz kurz, warum denken Sie denn, ich habe gesagt, dass es normal ist? Ich habe nur gesagt, es ist so und wir müssen damit umgehen. Aber das heißt doch, also. Nee, das ist. Ich finde schon das alleine die Aussage, es ist so, finde ich nicht in Ordnung. Das ist eben so. Ist ja, aber das heißt ja nichts anderes, als er verweigert jeden Hang zur Realität. Ja. Das ist so, finde ich nicht in Ordnung, nur weil es so ist. Was ist das denn? Ich will nämlich zurück an eine Zeit, wo die noch nicht da waren. So, nun gut, was soll's. Aber es ist halt AfD wieder, ne? Mit Fakten hat er nicht so. Warum macht Ihnen das denn so Sorgen? Das macht mir Sorgen. Warum? Wovor haben Sie denn Angst? Ich kann Ihnen sagen, wovor ich Angst habe, dass das hier zu einem Chaos führt. Zu einem Chaos und manche reden sogar schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Sie müssen doch mal die Angst vieler... Dieser Satz, manche reden schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Was ist das für eine Begründung? Ganz normaler Bürger verstehen. Die wollen eigentlich nichts weiter als ihre Angst zum Ausdruck bringen. So, also natürlich, würde zuhören schon reichen? Natürlich. Weißt du, was solche Menschen richtig gut tun würde? Also wirklich richtig gut tun würde und viele Probleme lösen würde? Das auch, ja? Nee, Kontakt, doch lassen. Kontakt zu den Menschen, vor denen sie Angst haben. Ja, menschlicher Kontakt, Menschlichkeit. Sich mal auseinandersetzen mit diesen Menschen. Was ist daran falsch? Es gibt das Phänomen, dass Leute mit extremen Vorurteilen, wenn sie auf die Gruppe von Menschen oder auf die Menschen treffen, derer gegenüber sie Vorurteile haben, die binnen kürzester Zeit bestätigt werden oder sehen, zumindest diese in kürzester Zeit bestätigt sehen und ihre Meinung noch extremer wird. Gut, bei jemandem, der so festgefahren ist wie ihm, würde ich dir recht geben und würde sagen, ich weiß auch nicht, ob bei dem schon Hopfen und Malz verloren ist. Aber für gewöhnlich ist das einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Menschen, die in ihrem Leben mehr Kontakt mit landesfremden Menschen gemacht haben, sind die toleranteren und meist auch intelligenteren. Ja, falsch. Das sind aber die Menschen, die in einer multikulturelleren Umgebung aufgewachsen sind. Das meine ich genau. Es sind nicht Leute mit Ressentiments und Vorurteilen, die in diese Gruppe implementiert werden und da dann damit sich damit konfrontiert sind. Wie gesagt, jetzt mal fernab von den Leuten, bei denen der Zug abgefahren ist. Ja, da bin ich bei dir. Aber ja. Auch so oder so nicht. Also das ganz, ganz schwierig ist. Ne? Weil ihr redet ja gerade von dieser Flüchtlingsnummer. Und wenn ich hier zurückdenke an die Lageso-Zeiten zum Beispiel, die Hochburg-Zeiten, wo wir auch Zeug hingebracht haben und wirklich da die Security und die freiwilligen Umzugshelfer und so gesagt haben, ihr müsst da ganz vorsichtig sein und geht da und da lang. Ihr dürft auf jeden Fall nicht zeigen, dass ihr da Kisten habt, weil sonst wird es euch aus der Hand gerissen und so. Ich bin mit diesen Kisten mitten auf den Platz gegangen und die haben mir geholfen, das in den Lagerraum zu tragen, von dem das dann vernünftig verteilt worden ist. Nicht die Leute, die da arbeiten, sondern die geflohenen Menschen waren da und haben sofort ihre Hilfe angeboten und waren, keiner war gierig. Nicht einer. Das stimmt so, schon. So, ja, okay, wo habt ihr jetzt eure Vorurteile her? Dem fehlt halt auch ein bisschen Perspektive einfach. Also zu behaupten, in seinem Dorf wären bürgerkriegsähnliche Zustände, ist halt einfach fernab von der Realität. Nee, nicht in seinem Dorf. Ihm geht's ja immer um, also solche Leute flüchten sich ja immer in die Ausrede, ja, hier nicht, aber man sieht ja, wie man sieht's ja. Ja. Irgendwo in Deutschland. Ich hab das in meinem Germania-Forum gelesen. Genau. Auf stolzunddeutsch.com.ru. Ist alles .ru. Ach, ey, so, guck mal, so wie wir unsere Bubble haben, hat Daddy genauso. Aber es gibt natürlich jetzt die Rattenfänger, die diese Ängstlichen auf ihre Seite ziehen. Ist doch ganz klar. Aber die Voraussetzungen schaffen wir doch mit unserer Politik. Was wünschen Sie sich denn, dass Ihnen einfach mal jemand zuhört?
Ja, natürlich. Das wünschen wir uns ja auch, was unsere Sicherheit hier betrifft. Kurzer Tipp, Bro. Tun wir? Du kommst nicht gut weg dabei. Nee. Was meinen Sie denn, warum wir Streife laufen? Ja, weil es hier Leute im Ort gibt, ja, die nachts nicht mehr ruhig schlafen konnten. Ja, so, ob das jetzt ein Pole ist, der hier klaut, oder die Polen, ob das ein Russe, ein Lette oder weiß der Fuchs was ist. Ja, das ist nun mal so. Das sind keine Deutschen. So. Oh lol, Alter. Zuhören würde helfen, sagt Herr Philipp. Aber ich habe die ganze Woche zugehört und merke, das stimmt gar nicht. Die Lawitzer reden zwar mit mir. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen hart, aber ich unterstelle ihr, wenn sie könnte und wüsste, sie kommt damit durch, würde sie ihn abstechen. Ich meine seine Ehefrau. Ich glaube, die hat auch gefragt, die Moderatorin, ob irgendein Unfall passiert. Ja, kann nicht das Auto, in dem er nachts Streife fährt, einfach brennen und er kommt nicht raus? Wäre das nicht auch ein schönes Bild für die Kamera? Ach, ich habe auch wirklich nur noch Gedanken, die nicht schön sind. Ich hoffe einfach, das Leben nimmt seinen Lauf. Ist immun gegen Widerspruch. Die Zeit, Olli, die Zeit. Die Zeit ist gegen ihn. Das Wasser hat nur 8 Grad. Lol, Alter, ey, diese spießbürgerliche Tristesse, Alter. Wenn ich so leben. Die irgendwo zusammen sitzen, diese Pärchen. Die hassen sich, Paul. Die hassen alle, sich halt, ne? Einfach abgrundtief, aber sind zu festgefahren in ihrer Routine und in ihrer Hilflosigkeit, in ihrem Leben, was sie sich so ausgemalt haben. Also es ist einfach, die sind verloren. Das ist halt, das einfach das Falscheste und auch leider mit das Häufigste, was du siehst. Die werden sich abgrundtief hassen. Würdest du dich mit den beiden unterhalten, schwöre ich dir, wäre das die Wahrheit am Ende des Tages. Sie hasst ihn und er hasst sie. Aber naja, sie kocht, und deswegen finde ich das toll. So, also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber Hass mehr, aber ich glaube, da ist halt wirklich einfach absolut nichts mehr. Ja. Nichts mehr, was irgendwie eine Gemeinsamkeit darstellt. Außer vielleicht bei manchen der Ausländerhass, worüber man dann mal ein bisschen wettern kann. Natürlich, da hat man einen gemeinsamen Feind, was ja auch zusammenschweißen kann. Aber prinzipiell, glaube ich, ist da einfach nur noch Zweckgemeinschaft. Der Ausländerhass ist. Ja. Ja, der schürt. Also, ja. Der hält zusammen. Ja. Oh Mann. Die Bürgermeister aus NRW weisen darauf hin, aber starke Schnittbilder auch so. Ja. Aber die beiden die mögen sich, glaube ich, noch. Heute Nacht mit der Bürgermeisterin. Ja, die haben auch krank, die haben ganz kranken rein. Sex. Alles ab, ein Fuck. So mit Tiermasken und so. Das ist eine ganz interessante Frage, die hier gerade Antistress beim Chat stellt. Leben in dem Dorf oder im Ort eigentlich noch junge Leute? Man erlebt das ja viel, dass junge Leute aus solchen Gegenden halt auch wirklich wegziehen, weil sie einfach auch sich nicht damit identifizieren können und woanders. Ich frage mich halt wirklich, was in den nächsten 20, 30 Jahren, wenn die alle älter werden, was da passiert. Oftmals ist es ja so, dass die jungen Leute doch noch aufs Land zurückkommen, ne, wenn es das Haus dann doch geerbt wird oder so, ja, oder doch mal zurück in die Heimat zieht und so. Das gibt's schon. Ne, aber es ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, das wird da nicht besser, tendenziell. Also ich glaube, es wird tendenziell wirklich eher beschissener. Ja. Ich weiß auch irgendwie immer noch gar nicht so richtig, was ich von meiner Woche hier so halten soll. Warum? Naja, weil ihr alle Kack-Nazis seid. Ich hatte heute eine lange Diskussion mit Herrn Philipp zum Beispiel, wo wir uns irgendwie auch viel ausgetauscht haben, aber wo ich dann immer wieder auf so Verallgemeinerungen und so treffe, wo ich denke, boah, das ist irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Leuten hier so ein diffuses Bedrohungsgefühl gibt. Ne? Was kommt denn da jetzt, wenn so viele Flüchtlinge kommen? Und dass das so ein bisschen. Als Bedrohung würde ich das nie. Als Bedrohung würde ich das nicht ansehen. Also nur falls es dich interessiert, es sind knapp 70% sind über 45 da. Tja, schwierig. Also der Großteil ist sogar, also 50% sind sogar 55 plus. Ich glaube, so ist Silent Hill entstanden. Das kann gut sein.
16 weitere Prozent sind 45 plus, also es sind 76% sind so alt. Ich habe bloß einfach Angst, dass das aus dem Ruder... Das sehe ich so die Verbindung zur Streife, ne? Also weil das ja auch so eine Reaktion ist auf die Politik kriegt was nicht hin, ne? Zum Beispiel eben für die Sicherheit zu sorgen. Genau. Deswegen machen die Lawitzer das selber. Ja. Und genauso haben viele Lawitzer, mit denen ich gesprochen habe, auch das Gefühl, die Politik wird das mit den Flüchtlingen nicht hinkriegen. Ne? Was das für ein Rattenschwanz hat, ne? Angst, jedes Land hat seine Mentalität. Das sind so Kleinigkeiten, die Deutschland aber auch ausmachen, wenn du unterwegs bist und fährst und freust dich, wie schön es aussieht und wie ordentlich und wie sauber. Aber eigentlich ist es doch... Das sind nur so Kleinigkeiten, dass man da irgendwo überrannt wird, dass das dann irgendwo auf der Strecke bleibt. Was ich meine, ist dieses Gefühl der Ablehnung, das entzündet sich oft an so Kleinigkeiten. Und das will mir so schwer in den Kopf. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja, das stimmt. Das, weißt du, was gerade in ihrem Kopf passiert ist? Das ist ein Weidensfeld. Ein ganz kurzes Flämmchen von Erkenntnis. Dann setzt aber ganz, ganz viel, das ist aber unbequem, sich damit auseinanderzusetzen, ein. Und dann kommt einfach ein Reflex, den viele Menschen haben, den wir mit den Echsen sehr gemein haben. Und das ist Energiesparen. Wir werfen unseren Schwanz ab, was? Ja, nee, einfach Energiesparen. Es ist einfacher, sich nicht damit zu beschäftigen. Also sage ich einfach, oh, ist schon ein schwieriges Thema. Ist aber auch von 2016, ne, muss man sagen. Also ist gerade der Großteil der Flüchtlingskrise ist gerade passiert. Mhm. Ja, du bist halt auf dem Höhepunkt. Ja, nur zur zeitlichen Einordnung. Kontrolle wollen die Lawitzer über all das draußen in der Welt, was ihnen Sorgen macht. Sie schreiben ins Logbuch, halten Wache, verdächtigen ihre Nachbarn. Ein bisschen Sicherheit haben sie gewonnen, aber dafür zahlen sie einen Preis. Es gibt offenbar niemanden mehr, dem sie vertrauen können. Hans-Jakob Rausch! Und wir haben es nicht gewusst. Was? Hans! Das war eine Hans-Doku. Deswegen waren die Schnittbilder auch wieder so gut. Mhm. Ja, lol, Alter. Hans Ehre. Was zur Hölle, Mann. Stark, Hans. Hat mir am Ende, also es ist natürlich auch, muss auch sein, weil es ein sehr, 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 sagen wir es mit ihren Worten, schwieriges Thema ist. Hat einen sehr darken Turn so zum Ende hingenommen, ne? Schon ein kleiner Stimmungsdämpfer, aber wichtig. Ja, aber es war zwischendurch auch lustig. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin zwar sehr viel aggressiv geworden. Das ist in Ordnung. Vollen Gefühlen lebt dieses Format. Ja. Freunde. Wir haben neue politische Systeme etabliert. Vielleicht. Alles gehabt. Vielleicht auch einfach alles nicht. Gehabt. Vielleicht auch einfach nicht. Aber Spaß hat's gemacht. Und das Beste kommt zum Schluss. Hans-Jakob Rausch. Unser Hans, Alter. Nice. HJR. Sweet. Locker abonnieren, andere Dokus von Hans gucken oder andere Reactions von uns auf Dokus von Hans gucken. So sieht's aus. Damit kann man schon mal einen halben Tag verbringen. Oder Wochen. Peace, yo.